Hallo alle miteinander, willkommen zu Mario Kart 8. Hallo Wollo. 8. Was geht ja, ab? Ja, hi, was geht ab? Voll Bock. Ja, ne, geile Runde Mario Kart fahren, ey, da lacht Stark, das Herz. Macht immer mehr Spaß. Eieieiei. Ja, Knochentrocken. Freihändig, Leute, freihändig. Wieso kannst Dark du so Game. Gut? Ja, weiß ich nicht, weil ich einfach ein guter Spieler bin. Aber ich bin halt auch, ich bin nicht nur ein guter Spieler, Cornel. Ich bin auch ein guter Kanalgestalter. Ja? Ja. Bin mir nicht so sicher, der Kanal stirbt, Bolo. Und damit möchte ich direkt einleiten ins Thema, Freunde. Wir können erstmal so eine grundsätzliche Sache drüber reden, die ein bisschen verrückt ist, über die ich gerne mal, wo ich auch mal gerne die Community fragen will, ob die Community, ja, folgendes Problem. Leute, wir gucken immer am Ende des Monats, was so gut gelaufen ist, ne? Um zu gucken, was scheint unseren Zuschauern zu gefallen. So. Und jedes Mal machen wir es dann so, wir sehen das und denken, okay, alles klar, das wollen die Leute sehen und reagieren da drauf und geben den Leuten dann davon mehr. Und das ist immer sofort der Moment, wo dann eine Woche später der Kanal tot ist. Ja, ganz so war es ja nicht. Das ist jetzt schon mehrfach passiert. Also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir machen es jedes Mal und müssen dann schnell wieder rumrudern, notfallmäßig, weil das relativ in den Keller geht. Ja, aber ich möchte da noch was zu sagen. Also, ja, gerne. Wir haben, letzter Monat war halt offensichtlich, dass diese Kochvideos und so sehr gut gelaufen sind. Und was dann noch gut lief, waren halt Reactions, überwiegend Reactions. Mit ganz großer Mehrheit. Also wirklich gigantische Mehrheit. Und jetzt der Kanal halt wieder am Sterben. Und man muss aber sagen, dass die Reactions gar nicht das schwache Glied sind auf dem Kanal. Die sind auch schwächer geworden und das ist halt schade, aber es könnte auch an der Themenauswahl ein bisschen liegen. Ja, ja, das denke ich eventuell. Auch. Ich glaube tatsächlich, das Reaction-Video heute wird sehr, sehr viel besser. Hoffentlich. Und wenn nicht, dann mache ich mir Sorgen. Und es ist halt gar nicht so, glaube ich, dass die Reaction-Videos das Problem sind. Dass die Änderung war okay, aber generell, der Kanal stirbt halt seit 2 Wochen wieder sehr stark. Es ist halt immer die Frage, liegt das auch irgendwo daran, dass gerade irgendwas nicht ganz richtig läuft? Man weiß es nicht. Die Zahlen sehen ein bisschen komisch aus in den Analysen. Ne, die Echtzeit-Statistik war kaputt auf jeden Fall. Das macht da natürlich immer so ein bisschen Unsicherheit. Aber es läuft nicht mehr so gut. Seit 2 Wochen knapp. Ja, man sieht es ja auch an den Like-Zahlen. Ja. Das ist ja auch ein Ding. Also daran sieht man es ja auch. Das ist halt schon richtig. So, Leute, jetzt ist aber das Ding, ne? Das ist ja auch in eurem Interesse dann wahrscheinlich, müssen wir wieder ein bisschen was ändern. Das ist ja so, ne? Also jetzt gibt es halt die Sparte, die dann sofort wieder sagen, jetzt wird hier rumgeweint, aber man will natürlich auch, dass möglichst viele Leute Spaß am Kanal haben. Und es kann ja auch nicht in eurem Sinne sein, wenn ihr dann zu den Leuten gehört, die sich denken, ach, eigentlich habe ich hier keinen Bock mehr drauf, weil langweilig. Und Cornelius, möchtest du was zu neuen Formatideen und so weiter erzählen? Ja, also, wie gesagt, die Reactions laufen eigentlich ganz okay, ne? Wir hatten auch jetzt eine 4000 Aufrufe hatten wir mit der 101-Bestrafung, ne? Über 3000 Aufrufe hatten wir auch ein paar jetzt in der letzten Zeit. Da würde ich gerne eine Frage in den Raum stellen an die Leute. Flattermann zum Beispiel. Ich gerne eine Antwort drauf. Ja. Und zwar, wir hatten ja unter anderem die Reaction zu dem Haus von Sally. So, und das ist die am schwächsten laufendste Reaction, die wir jemals hochgeladen haben. Ja, kann sein. Und das ist seltsam. Ja, an dem Tag war auch irgendwas mit YouTube. Munkelt man zumindest. Domtendo hat getwittert, dass die Abo-Box nicht funktioniert. Also ich habe gesehen... Ich halte das ja immer für ein Gerücht. Ja, ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass an dem Tag die Echtzeit-Analytics kaputt war. Ja. Und deswegen ist halt die Frage, war noch mehr kaputt? Deswegen ist erstmal die Frage, habt ihr dieses Video gesehen? Wir also haben... Habt ihr mitbekommen, dass dieses Video da war? Oder habt ihr es halt mitbekommen und dachtet euch, das interessiert mich überhaupt nicht? Weil das Ding ist halt, unsere erfolgreichste Reaction, glaube ich, dürfte... die Roomtour von Bibi sein.
Jetzt, ja. Und Sally. Da das ungefähr in die gleiche Kerbe schlägt, Sally ist es halt verrückt, dass die andere halt das am schlechtesten laufendste ist. Und da will ich einfach mal wissen, lag das jetzt wirklich am Interesse oder hat man es nicht mitbekommen? Vor allen Dingen, weil einfach Sally so ja auch eine Köchin ist. Ne? Das ist halt. Gab super krasse Sachen zu sehen, was Kochen und Essen und so angeht. Ne? Eigentlich ja total die richtige Nische. So. Und ich dachte, wir sind hier so ein Upcoming-Kochkanal. Keine Ahnung, ey. Das ist ja die Frage, ob den Leuten das auch klar ist, dass wir ein Upcoming-Kochkanal sind. Oder nur wir, nur uns das klar ist. Ja, wahrscheinlich nur uns. Leute, was ist da passiert? Ja, deswegen sind wir am Überlegen, was wir ändern können. Und was wollen wir ändern, Wollo? Willst du sagen? Also wir wissen es auch noch nicht komplett, um das mal klarzustellen. Gerne könnt ihr auch in die Kommentare Vorschläge packen, wenn ihr oder zum Beispiel, wo ihr sagt, das finde ich zum Beispiel richtig gut am Kanal und das finde ich zum Beispiel nicht so gut am Kanal. Ja, das wäre auch mal ganz interessant zu wissen. Wir haben halt folgendes Problem. Lager. Genau, genau. So, wir haben halt folgendes die Leute, die Mario Kart 8 gucken, werden jetzt wahrscheinlich sagen, dass sie mehr Gaming wollen oder so. Die Wahrscheinlichkeit ist zumindest relativ groß, aber die Zahlen sagen halt auf jeden Fall was anderes. Ja, also folgendes Bild zeichnet sich ab. Das Problem ist, YouTube ist halt eine Plattform, die darauf ausgelegt ist, dass Leute oder beziehungsweise YouTube schlägt dich vor, wenn deine Videos von deinen Abonnenten viel geguckt werden. Wenn ich mich nicht komplett täusche, funktioniert es folgendermaßen. Wenn wir ein Video hochladen, bekommen das gar nicht alle Abonnenten angezeigt. Sondern in der Abo-Box schon. In der Abo-Box, ja, das kann sein. Und alle, die Glocke aktiviert haben, ja, die benutzt halt niemand mehr, genau. Aber das Ding ist, wenn ein Video hochgeladen wird, dann wird es gewissen Leuten vorgeschlagen. Ja, von unseren Abonnenten. Und das ist erstmal ein kleinerer Teil am Anfang. Und dann darauf basierend, wie viele Leute da aktiv sind, wie gesagt, ne, wie viele Leute draufklicken, wie viel Watchtime generiert wird, wie viel Interaktion passiert, wird das immer weiter ausgerollt. Und das ist dann so ein, das passiert dann immer weiter und weiter. Das heißt, je besser die ersten Reaktionen sind, desto mehr kriegen es dann, wenn die weiterhin gut sind. Und dann wird es immer weiter und weiter ausgerollt. Und das Problem ist, jetzt haben wir halt verschiedene Lager auf dem Kanal. Ne? Wir haben Leute, die gucken dann vielleicht nur die Gaming-Videos. Wir haben Leute, die gucken nur Reaction-Videos oder nur Koch-Videos oder nur Essenssachen oder so. Und das Problem ist, wenn wir jetzt ein Gaming-Video hochladen und das gucken dann die Gaming-Leute und dann laden wir ein Koch-Video hoch oder ein Reaction-Video und dann gucken das die ganzen Gaming-Video-Leute nicht, obwohl die das vorgeschlagen bekommen haben, dann geht das Video nicht mehr richtig weiter. Und dann stürzt es halt ab und dann ist der Algorithmus bei uns im Arsch. Das macht ja irre viel Sinn, was du da sagst. Hat Onin dir das erzählt? Auch, ja. Das macht ja richtig viel Sinn. Jetzt, wo ich drüber, ja, das klingt sehr glaubwürdig. So soll der YouTube-Algorithmus ungefähr funktionieren. Das ist ja sogar sinnig. Genau. Und es ist halt eben so, dass es so in Wellen ausgeschüttet wird. Ne? Und je länger sich das halt hochhält, weil irgendwann es wird halt ausgeschüttet. Und irgendwann kommt es halt an den Punkt, wo es dann auch an Leute ausgeschüttet wird, die dich nicht abonniert haben. Ne? Und wenn die auch noch richtig gut draufdrücken, wird es halt immer weiter und weiter, bis es irgendwann ein virales Video wird. So funktioniert es halt. Ne? Und YouTube ist natürlich auch darauf bedacht, das den Leuten anzuzeigen, die sowas gerne gucken. Jetzt gibt es Leute, die gucken gerne unseren Kanal, da machen wir ein Video, das kriegen die Leute angezeigt, aber die klicken da nicht drauf und dann weiß YouTube nicht mehr, was wollt ihr eigentlich? Ihr habt Leute, die gucken eure Videos nicht. Ist alles scheiße. So, und dann, ne, wir haben jetzt hier keinen Cut gemacht. Deswegen... Hast du das, wenn er halt einfach entscheidet, dass es kein Cut gab? Ja, weil wir jetzt durchgeredet haben. Was habe ich gerade gesagt? Ja, es ging, ja, wir haben einfach weitergeredet über die Algorithmen. Deswegen, das soll, so soll ungefähr der Algorithmus funktionieren, so hundertprozentig genau weiß, was natürlich nicht. Aber das ist halt der Punkt. Und
wenn wir dann halt diese verschiedenen Lager haben, dann blockieren die sich halt gegenseitig so ein bisschen. Ne? Und deswegen ist dann halt das Problem dann da. Ihr versteht also das Problem. Ne? Deswegen, wenn ihr Pietsmeet zum Beispiel guckt, ne, wir sind ja Pietsmeet 2, Pietsmeet hat ja extra einen Reaction-Kanal, wo die jeden Tag eine Reaction hochladen. Und seitdem die das so machen, läuft dieser Kanal auch richtig stark. Der hat sich richtig stark entwickelt. Weil das ist halt ein Reaction-Kanal. Da kommen Reaction-Videos und die Leute wissen das. Und die Reaction-Videos laufen sehr gut. Und der Kanal wurde dementsprechend auch immer weiter da in die Richtung vorgeschlagen. Also müssten wir ja sagen, ne? Wir machen einen Reaction-Kanal, wir machen einen Koch-Kanal. Wolle und Cornel reagiert und Wolle und Cornel gamed. Ja. Bräuchten wir eigentlich. Richtig. Deswegen gibt es ja auch Leute, deswegen hat ja auch jeder YouTuber heutzutage einen Zweitkanal und vielleicht auch einen Drittkanal oder einen Kanal, wo er dann die Streaming-Sachen hochlädt, weil wenn du das auf deinem Hauptkanal machst, zerschießt du dir halt den Algorithmus. Wenn du immer Videos machst, deine Hauptvideos... Das macht alles Sinn, wieso erfahre ich das denn erst heute? Wenn du deine Hauptvideos machst, die 100.000 Aufrufe machen und dann lädst du noch drei Streaming-Best-Offs hoch, die nur 10.000 Aufrufe machen, dann hast du halt im allerschlimmsten Fall den Algorithmus zerschossen und deine Hauptvideos kommen irgendwann nicht mehr, werden nicht mehr von YouTube so verteilt, wie sie das früher wurden. Das ist halt das Problem und deswegen überlegen wir... Deswegen überlegen wir, dass wir Gaming ein bisschen mehr cutten, also gar nicht mehr. Beziehungsweise... Jetzt überlege ich gerade, ob wir nicht neue Kanäle aufmachen. Ja, wir könnten... theoretisch könnte man sagen, wir machen aus Wolle und Korn einen Reaction-Kanal. Und alles, was Gaming und so betrifft, machen wir auf unsere, Gaming, also auf Wolle U und Cornel GmbH. Auf Wolle U bitte nicht, der ist tot. Nee, der ist auch. Du kannst ja auch einen neuen Gaming-Kanal machen. Den habe ich auch schon überlegt. Tatsächlich denke ich da auch drüber nach. Wie gesagt, das würde. Wir machen hier nochmal einen Cut, Leute. Wir machen mal einen Cut. Also, Leute, deswegen, ne, das ist alles sehr viel Theorie und sehr viel auch ein bisschen schwierig, weil man weiß nicht hundertprozentig genau, wie der Algorithmus funktioniert, aber. Das ist halt eine Sache, die uns momentan wahrscheinlich so ein bisschen vor Probleme stellt, dass wir eben verschiedene Lager auf diesem Kanal haben und dass das sich alles gegenseitig ein bisschen behindert, weil wir einfach nicht von YouTube richtig, YouTube weiß nicht so hundertprozentig genau, was wir sind. Und da ist halt das Problem, wenn unser Kanal schon nicht so stark ist, dass es wirklich, dass da wirklich Videos solche, ne, gut rausgehen. Weil das ist nämlich so das Ding, als wir angefangen haben... Ja, aber ey, Cornel, ich kann mir das sowieso auch gut vorstellen, weil also die Kochvideos machen ja auch mal Abos zwischendurch. Genau. Das ist ja gar nicht mal so wenig. Und diese Leute, die dadurch kommen, die werden halt sich auch denken, ja, News Supermarkt, was ist die, was wollen die von mir? Ja, richtig. Was wollen die von mir? Was das will sind der dann, dicke das, Mann? Das sind halt Leute, die vielleicht gar nicht wissen, dass es eine Switch gibt. Ja. So. Und das ist halt das Problem. Und die Leute gucken dann, abonnieren und deabonnieren vielleicht wieder oder gucken nicht alles. Und die kriegen dann auch das nächste Kochvideo nicht vorgeschlagen, weil YouTube sich denkt, der guckt ja eh nichts mehr. So, das ist halt das Problem. Und dann denkt sich YouTube, das ist ein toter Abonnent, kriegt nichts mehr. So, und das ist halt das Problem. Deswegen, jetzt noch ein Vorschlag am Rande, Leute. Da könnt ihr ja mal gerne sagen, was ihr davon halten würdet. Es ist immer schwierig mit vielen Kanälen und so, eigentlich. Auf der anderen Seite, wenn ihr unsere Videos guckt, müsst ihr sie wahrscheinlich noch nicht mal wirklich abonniert haben, aber ihr könnt sie trotzdem abonnieren, aber theoretisch, ihr kriegt sie halt dann vorgeschlagen. Ja, wäre schon ganz nett, weil ich für den Kanal gerne auch Partnerstatus ja, natürlich, aber wie gesagt, ne, rein grundsätzlich ist es halt so, die Videos werden euch ja dann eh vorgeschlagen im besten Fall. Was würdet ihr davon halten, wenn wir einen Wolle und Cornel Game Kanal noch zusätzlich machen, wo wir dann wirklich auch ausschließlich Gaming machen und da könnten wir vielleicht auch Solo Videos von Wolle mal Solo Videos hochladen, weil Wolle ist ja auch Wolle U auch nicht mehr so zufrieden. Nee, da habe ich nämlich auch schon drüber nachgedacht, ob ich ich müsste eigentlich auch einen neuen Kanal erstellen. Genau. Für Wolle U, weil das funktioniert halt nicht mehr. Also, da kriegt auch niemand die Videos.
Ja. Das ist so das Ding. Und dann könntest du Volume benutzen für zum Beispiel nur noch Kochvideos hochladen. Oder das so. Habe ich nämlich auch schon gedacht. Richtig, dass da dann solche Geschichten kommen würden. Das könntest einfach du machen. Volume. Und dann könnten wir halt sagen, okay, wir machen einen Wollo und Cornel Game Kanal, wo dann alle auch die ganzen Projekte von Wollo alleine kommen, wo ich vielleicht mal ein Projekt alleine machen kann und wo aber wir dann halt Together Sachen machen. Das würde weiterhin kommen, Leute. Genau. Ne? Aber dann müssten wir das Gaming auch nicht cutten. Genau, dann müssten wir es auch nicht cutten. Müssten wir die Entscheidung halt eigentlich treffen, dass eine Sache wegfällt und das wäre das Gaming, weil das läuft wirklich am schwächsten. Genau. Und das zieht uns halt am Ende runter. Und vielleicht ist es perspektivisch auch eine Chance, wenn wir wirklich einen reinen Gaming-Kanal machen, wo wir dann auch ordentlich Gaming reinpowern, wo dann jeden Tag kommt ein Together-Video, dann kommt jeden Tag vielleicht ein Video von Wollo, es kommt noch ein Video von mir vielleicht, ne, mache ich mal wieder Solo-Sachen, irgendwas, oder ich lade mal eine Runde Hard zum Battlegrounds hoch. Einfach alles Mögliche. Ich wollte gerade sagen, dass wir da dann auch noch mehr Varianz reinbringen können als hier, weil wir haben hier das Gefühl gehabt, irgendwann, wenn nicht Mario draufsteht, geht's gar nicht. Dann funktioniert's überhaupt nicht. Das ist wahrscheinlich auch ein Fehler gewesen, weil es daran wahrscheinlich schon lag, dass die Sachen nicht mehr ausgerollt werden. Genau. Weil so viele das dann von den Kochleuten nicht gucken wollten oder die Reaction-Menschen. Und hier auf diesem Kanal würden wir uns auf Reactions konzentrieren und zusätzlich und in den Reactions behandeln wir auch einigermaßen regelmäßig auch Essen und Kochen irgendwie in irgendeiner Form. Da müssen wir halt Content für finden, ne, weil Jumbo Schreiner wird uns leider runtergenommen. Wir wollten euch eigentlich mein Leben mit 300 Kilo begeben. Das war ziemlich stark, aber das funktioniert leider auch nicht. Also wenn ihr da Ideen habt, auf was man so reagieren könnte, auch gerne uns mitteilen, ne, auch was so in Richtung Abnehmen oder Dick sein Content geht oder Kochen-Content. Jumbo Schreiner ist halt, wird halt leider, also Galileo wurde da teilweise gesperrt, teilweise nicht. Das ist auch ein bisschen schwierig. Dann würden wir quasi auf dem Kanal jeden Tag eine Reaction kommen, plus so ein Probier-Ding wollten wir mal machen, plus Kochvideo am Wochenende. Mhm. Genau. Das sind so die Überlegungen. Ne? Schreibt gerne alle eure Gedanken in die Kommentare. Probiert auch nicht so diese "Ich will aber alles so bleiben, wie es ist." Weil das funktioniert nicht. Genau, dann sterben wir. Ihr müsst auch an uns denken, weil wenn das dann irgendwann nicht mehr richtig läuft, zum einen, ihr kriegt es nicht mehr mit, dass die Sachen kommen. Und wir verlieren halt auch die Lust dann nach und nach. Weil wenn man da drauf guckt und immer nur sieht, ja, läuft heute noch schlechter als gestern und noch schlechter, ist das auch nicht unbedingt so, dass man sich dann denkt, oh ja, jetzt lass mal immer ran an die Videos heute, ne? Ja. Richtig. Zieht runter. Und wenn wir da tatsächlich effektiv was gegen tun können, und ich habe jetzt gerade das Gefühl, wir können das, steigt doch der Bock. Also. Für euch wäre es am Ende nur besser. Ja. Würde ich sagen. Aber Leute, ne, hatet uns in den Kommentaren, macht das jetzt, dann braucht ihr später nicht mehr machen. Und wir sehen uns.